So, es ist zwar schon Weihnachten vorbei, aber ich wollte mir das Video trotzdem noch angucken. Und ich denke, es ist auch ein sehr, sehr geiles Video für die Leute, die sich die Reaction anschauen. Vielleicht für das nächste Jahr. Nicht wundern, immer noch krank. Ihr wisst Bescheid, ihr hört es an meiner Stimme. Und zwar, wir gehen rein in Ich koche mein perfektes Weihnachtsmenü zum Nachkochen von Max, ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Wie dieses Fest mal hier entstanden ist, dann müsst ihr einfach nur dieses Video gucken. Das Beste ist, ihr könnt es komplett nachkochen, aber seid gewarnt, es ist ein bisschen Arbeit, deshalb fangen wir direkt am besten an. Digga, ich sag dir, du hast so ein King-Move, wenn du mit Max in einem Büro bist. Digga, du kannst einfach so viel fressen. Heilige Scheiße. Ist das geil. Ey, wir machen das auch irgendwann. Wir ziehen zusammen in ein Büro, ich und irgendjemand, den ich kenne. Der muss einfach aus Prinzip Koch-YouTuber werden. Oder Koch-Streamer, scheißegal. Und einfach die ganze Zeit kochen. Und ich mache auch immer Taste-Test. Easy. Herzlich willkommen zu diesem besonderen Video, in dem ich mein Weihnachtsmenü für dieses Jahr koche. Für euch mit allen Mengenangaben, sodass ihr es komplett nachkochen könnt oder einfach bei dem leckeren Essen zuschauen könnt. Wir haben drei Gerichte, die heute auf dem Speiseplan stehen, die allesamt wirklich besonders sind. Mein Plan für dieses Menü war es, etwas zu schaffen, was wirklich ein Festessen ist. Alles. Boah, triggern mich seine Bändel am Pulli, ne? Bin ich der Einzige, den das asozial triggert? Es ist auf seine Art und Weise geschmacklich super intensiv. Mit 10 von 10 werden wir es richtig machen. Als Vorspeise gibt es eine Maronensuppe mit karamellisiertem Chicorée. Klingt vielleicht nicht nach viel, ist aber unfassbar geschmacksintensiv und pure Winterlichkeit und Weihnachtlichkeit. Als nächstes haben wir ein argentinisches Rinderfilet, reverse gegart, Geil. also im Ofen gegart. Perfektes Medium Rare, wunderschön rosa. Dazu ein Sellerie-Kartoffel-Trüffel-Püree. Habt ihr bestimmt noch nie gegessen, ist unfassbar gut. Eine leckere Rotwein Schalottensoße und als krönenden Abschluss gibt es ein Mousse au Chocolat mit Espresso, Mascarpone und Spekulatius Crumble. Muss ich noch was? Geisteskrank. Also feiere ich alles bis auf die Maronensuppe. Ich feiere Maronensuppe einfach nicht. Schmeckt mir jetzt selber nicht. Sagen, ist das nicht Weihnachten, ist das nicht festlich? Und ich sage so viel, ihr könnt das auch. Deshalb gut aufpassen, wir fangen an, so wie ich auch kochen werde an Weihnachten, mit dem Dessert. Einfach, weil es dann schon fertig ist, dann hat man eine Sorge weniger, das kann im Kühlschrank stehen. Genauso machen wir es. Das sind die Zutaten fürs Dessert. Das Rezept findet ihr auch in der Videobeschreibung, aber alles, was wir heute kochen, ist für 8 Personen, für eine große Weihnachtsfeier. 300 Gramm dunkle Schokolade, die schmelzen wir über dem Wasserbad. Zack, einfach in die Schüssel rein. Langsam schmelzen wir das Ganze. Die beiden Sachen brauchen wir erst zum Abschluss. Deshalb kann ich die eigentlich mal wegstellen. Spekulatiuscreme Mascarpone. crumble, Mascarpone-Creme. Einfach nochmal als extra Layer oben drauf. Für unsere Mousse au Chocolat brauchen wir nur noch Sahne und Eier. Also bringen wir langsam die 300 Gramm Schokolade zum Schmelzen. Das kann ein bisschen Zeit brauchen, aber das ist gar nicht schlimm, weil wir wollen auf jeden Fall nicht, dass sie verbrennt. Wir ziehen einen Espresso. Auch der muss natürlich gut sein, wenn wir ein leckeres Espresso-Mousse au Chocolat machen wollen. Geben davon wirklich ein kleines bisschen in unsere Schokolade, rühren das Ganze unter, bis wir eine glatte Masse haben. Geil. Weiter geht's mit unserem Wasserbad. Wir geben eine neue Schüssel darauf und schlagen 8 Eier hinein. Die Eier sind relativ klein. Wenn ihr größere habt, dann könnt ihr auch 6 benutzen. Und wir verrühren sie ganz vorsichtig. Wie gesagt, wichtig, dass die Schüssel nicht zu heiß ist. Sie sollen nicht stocken. Schlagen sie schaumig. Und der Sinn des Ganzen ist, dass sie fluffig werden, aber auch, dass mögliche Salmonellen absterben. Und wenn die Eier so aussehen, können wir sie langsam unterrühren unter unsere Schoko-Espresso-Masse. Auch hier ist ein bisschen Kraft in den Armen gefragt. Kräftig rühren, bis das Ganze eine homogene Masse ergibt. Und ich sage euch so viel, das sieht vielversprechend aus. Eine Komponente fehlt noch, Schlagsahne. Wenn ihr es süß haben wollt, könnt ihr auch noch ein bisschen Zucker hinzugeben, aber ich habe es einfach Natur belassen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so unfassbar lange dauert, 1 Liter Sahne steif zu schlagen. Wir dachten, irgendwas stimmt nicht, aber mit der Zeit hat es dann doch funktioniert. Wir haben Oh, ich liebe Mousse au Chocolat, so asozial. Wir haben es ja im Stream auch schon selber gemacht. Unsere war nicht so geil. Die hat einfach über Nacht dann im Kühlschrank gestanden, weil wir die wurde einfach nicht fest. Ich weiß nicht, was wir da verkackt hatten, aber am nächsten Tag war die Bombe. Aber locker 5 Minuten oder gefühlt 5000 Stunden gemixt. Das Ergebnis sah am Ende so aus, vielleicht hätten wir es ein bisschen steifer schlagen können, aber kein Problem. Davon nehmen wir uns jetzt 1/3 und heben das vorsichtig unter die Schoko-Kaffee-Ei-Mischung.
gleichmäßig integrieren. Wir geben die restliche Sahne dazu, heben die auch noch unter. Wir haben jetzt 13.45 Uhr, um 18 Uhr kommen die Gäste. 13 Uhr haben wir angefangen, also 45 Minuten sind jetzt mehr oder weniger draufgegangen für unser Mousse au Chocolat. Bin ich vollkommen fein mit, weil... Mit Filmen und alles. Genau, mit Filmen vor allem. Ne? Also das heißt, entweder ihr seid noch nicht so geübt, braucht ein bisschen mehr Zeit, oder ihr macht es wahrscheinlich doppelt so schnell wie wir. Guckt ihr alleine mal die Konsistenz an. Und das ist so schaumig, so fluffig. Ich würde sagen, das füllen wir ab in kleine Förmchen und dann müssen wir es nur noch rausholen. Weiter geht's mit dem nächsten Gericht, dem Star unseres Menüs und somit des Hauptgerichts. Ein ganzes Rinderfilet. Man könnte sagen, es ist ein Goat-Filet, weil es ein argentinisches ist. Und es ist wirklich sehr prächtig, sehr groß. Da könnt ihr selbst gucken, wie groß das Rinderfilet ist, welches ihr kaufen möchtet, weil es gibt große, es gibt kleine, so wie einfach jeder auf seine Kosten kommt. So, und wir wollen jetzt schauen, dass wir ein Stück vom Filet freistellen und von der Silberhaut befreien, das relativ gleich dick ist. Wenn ihr jetzt ein relativ kleines Rinderfilet habt, gibt es einen kleinen Trick. Ihr könnt das auch umklappen, sodass es dann quasi dieselbe Dicke wie überall sonst auch hat. Wir haben wirklich ein Riesenfilet hier liegen, weshalb ich die Filetspitze, der Einfachheit halber, ist es halt noch schöner, abtrenne. Daraus machen wir aber irgendwie eine Pasta mit Rinderfiletspitzen oder so. Ein sauberer Schnitt am Ende. Jetzt haben wir auf einer Seite schon mal begrenzt. An der anderen Seite sehen wir den Filetkopf, den wir hier haben. Den müssen wir auch einmal abtrennen. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ich habe Eric hinter der Kamera, der jederzeit einschreiten kann. Zack. Filetkopf abschneiden und jetzt haben wir hier wirklich ein bildhübsches Rinderfilet, welches an manchen Teilen dicker ist, an anderen Teilen dünner. Ist aber gar nicht schlimm, weil wenn man 8 Gäste hat, wollen bestimmt manche medium rare, die anderen wollen es eher medium, die anderen wollen es, ihr versteht, was ich meine. Unser nächster Job ist es, die Silberhaut zu entfernen. Aber das ist so ein Drecksjob, diese Haut wegzukriegen. Das ist so ein scheiß Aufwand, aber muss weg, sonst schmeckt das übel scheiße nachher. Ey, ich sag euch ehrlich, ich feier das asozial, das Menü. Wir befreien jetzt das gesamte Filet einmal von der Silberhaut und dann geht's weiter mit dem nächsten Schritt. Oh, ist das mühselig, ey. Hier ist die Silberhaut, die wir entfernt haben. Ich bin beim besten Willen kein Profi, aber gute Nachrichten für diejenigen von euch, die es auch nicht sind. Jeder kann das schaffen. Hier ist also unser Rinderfilet. Es ist wirklich bildhübsch, wie es da steht. Ich werde es jetzt einmal leicht salzen und dann geben wir es in den Backofen mit Rosmarin, Thymian und Knoblauch. Garen es mit einem Thermometer bis zu 47 Grad Kerntemperatur, relativ entspannt 65 Grad im Ofen. Ungefähr 2 bis 3 Stunden, aber tut euch selbst den Gefallen. So ein Rinderfilet kostet ja schon so ein kleines Sümmchen. Kauft euch einfach für 10 Euro ein Thermometer, weil sowas ohne Thermometer zuzubereiten ist eigentlich ein Verbrechen. Schön einmariniert, da wird der Aal gestriegelt. Boah, sieht das geil aus. Also rein damit in den Ofen und wir können uns unbesorgt um die weiteren Schritte kümmern, weil uns das Thermometer Sicherheit gibt. Kommen wir zur Vorspeise. Ihr merkt, es ist alles vollkommen durcheinander, aber so ist das halt, wenn man für so ein großes Event kocht wie Weihnachten. Deshalb kommen wir zu den Zutaten. Ich habe hier ein bisschen Butter, 100 Gramm. Dann habe ich eine Knoblauchzehe, die ich grob geschnitten habe. Hier drüben haben wir 100 Gramm Knollensellerie, die habe ich grob gewürfelt. Muss man nicht zu filigran machen, das Ganze wird später eh püriert. Dann hier Pancetta, 4 dicke Scheiben, die wirklich eine gewisse Dicke mit sich bringen, könnt ihr aber auch Dörrfleisch verwenden. Boah, Pancetta ist so geil. Ich feiere das so hart. Mit diesem Bauchspeck, der so vakuumiert im Supermarkt ist, funktioniert alles. Pancetta ist natürlich ein bisschen edler. Schalotten, 8 Stück an der Zahl. War ein bisschen Arbeit, die alle so fein zu würfeln, aber dadurch gehen sie so richtig perfekt in der Soße auf. Jetzt beginnen wir unsere Arbeit, indem wir 50 Gramm Butter in unseren Topf geben und die langsam schmelzen. Zum Dahinschmelzen, diese Butter. Die Butter ist geschmolzen, das heißt, es wird Zeit für unsere Pancetta. Da steckt so viel Geschmack drin. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, die hat schon ein bisschen Salz, Pfeffer dran, deshalb müssen wir da vielleicht später vorsichtig sein. Geben die mit in den Topf und lassen sie jetzt goldbraun aus. Und spätestens jetzt werden die ersten Köpfe aus den Zimmern gestreckt und es wird gefragt, wann es Essen gibt, weil das riecht einfach unglaublich. Boah, sieht so geil aus, holy shit. Boah, geil. Das ist so dieser Moment, wo man schon snacken, anfangen würde zu snacken. Ich meine, guckt es euch an, diese kleinen Bläschen, die Farbe, die entsteht, die ganze Küche, nein, das ganze Büro hat so geduftet, unbeschreiblich. In der ausgelassenen Pancetta haben wir dann anschließend Sellerie, Schalotten und Knoblauch angebraten und das Ganze mit ein bisschen Zucker versehen. Das hebt die Süße der Schalotten hervor und bringt alles noch besser zusammen. Beim ersten Umrühren hat man schon direkt die unglaubliche Farbe gesehen, die die Pancetta im Topf hinterlassen hat. Und das ist wirklich einfach malerisch.
Das Ganze ist aber eine Maronensuppe, deshalb brauchen wir auch Maronen. Die haben wir vorher ein bisschen im Wasserbad erwärmt, außerdem vakuumiert gekauft. Das erspart einem jede Menge Kopfschmerzen. So sind sie schon geschält und direkt verarbeitungsfertig. Wenn die Maronen warm sind, geben wir sie mit in den Topf, braten sie ein bisschen an, rühren sie unter. Und man merkt richtig, wie wir Geschmack auf Geschmack gepackt haben bei allen bisherigen Schritten. Und das Endergebnis wird es uns danken. Und um diese Geschmäcker auch zusammenzubringen, löschen wir das Ganze mit einem ordentlichen Schluck Portwein ab. Wirklich, ein Traum. Also, wer mir erzählt, dass das hier nicht aussieht, als würde es krass schmecken, der lügt. Das sieht gerade aus wie so ein Gulasch. Wirklich, ja. Dabei Gulasch mit Kartoffeln. Ja, aber es sieht, finde ich, nicht appetitlich aus. Kann vielleicht dran liegen, dass ich weiß, dass da Maronen drin sind und ich weiß, dass mir die nicht schmecken. Aber ich weiß nicht, es sieht irgendwie nicht so geil aus, muss ich sagen. Da fand ich so ohne Maronen noch leckerer. Bisher sind es aber nur Maronen vor allem. Das ändern wir jetzt. Jetzt machen wir es zu einer Suppe, indem wir Gemüsebrühe hinzugeben. So wird aus unserer Masse eine Suppe, aber ein paar Gewürze dürfen auch nicht fehlen. Frisch aus dem heimischen Kräutergarten, ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin, noch ein bisschen Thymian. Ja, bei so einer großen Menge sollte man auf jeden Fall auch nicht an Gewürzen sparen. So lassen wir das Ganze jetzt für 40 Minuten mit Deckel drauf köcheln. Mittlere Hitze, jetzt heißt es nur noch abwarten und ich sage euch eins, es ist anstrengend, aber es lohnt sich, hoffe ich zumindest. An dieser Stelle macht unsere Sellerie ein Comeback für unser Sellerie-Kartoffel-Trüffel-Püree. Die Sellerie schneiden wir dafür in gleichförmige Würfel. Die dürfen ruhig etwas gröber sein, weil wir das Ganze später mixen. Das gleiche machen wir mit Kartoffeln und die Würfel sind dafür da, dass das Ganze gleichmäßig gart. Und zwar in einem Topf mit gesalzenem, kochendem Wasser. Darin kochen wir das Ganze für 20 Minuten. Dass der Sellerie oben schwimmt, ist ganz normal. Er ist einfach leichter als das Wasser. In einem weiteren Topf garen wir schon mal unsere Buschbohnen vor, damit sie später bereit für den Speckmann. Digga, was zum Fick sind Buschbohnen? Ich kenn Bohnen. What the fuck? Das ist halt geiler. Ich hab gefühlt mehr übers Kochen gelernt durch Max seine Videos als durch selber kochen. Heilige Scheiße. Ihr merkt schon, es geht heiß her, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Wir machen weiter mit unserer Schalotten-Rotweinsoße für unseren Hauptgang, für unser Rinderfilet. Dafür befreien wir erstmal ein ganzes Netz kleine Schalotten von ihrer Schale. Das ist wirklich ein bisschen Detailarbeit, aber es sieht am Ende bildhübsch auf dem Teller aus. Weitere Zutaten für unsere Rotweinschalotten sind Puderzucker, Thymian, Zimtstangen, Anis und Nelken. Als erstes schmelzen wir unseren Puderzucker in einem kleinen Topf. Ich war wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Innerhalb von Minuten haben wir diese wunderbare goldbraune Farbe, die wir dann anschließend mit Rotwein ablöschen können. Jetzt rühren wir, bis der Zucker in den Rotwein geschmolzen ist. Ich habe dann noch den Portwein dazu geschüttet und anschließend alle Zutaten hineingegeben. Zuerst die Schalotten, dann Thymian, Anis, Nelken, Zimtstangen und das Ganze einmal umgerührt. So lassen wir es jetzt köcheln, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Kartoffeln und Sellerie haben jetzt 20 Minuten gekocht, das heißt, wir können sie abschütten. Ordentlich abdampfen lassen, dann in einen Topf bei mittlerer Hitze, wo wir sie kontinuierlich wenden, sodass immer noch weiterer Dampf absteigen kann. Wir wollen die so trocken wie möglich bekommen, damit unser Püree nicht so super flüssig wird. Wow, das ist voll smart. What the fuck? Dann musst du später nicht dicken so viel. In einen kleinen Topf geben wir 60 Gramm Butter, schmelzen sie und lassen sie braun werden. Während gebräunte Butter unglaublich lecker ist, sind es diese kleinen verbrannten Milchpartikel beim besten Willen nicht. Deshalb filtern wir sie durch ein Küchentuch, sodass uns nur die gebräunte Butter bleibt. Das ist ein kleiner Mehraufwand, der aber wirklich viel bewirkt. Nachdem die Sellerie-Kartoffelmasse ungefähr 15 Minuten abgedampft ist, geben wir 600 Milliliter Sahne drauf. Die rühren wir unter und lassen sie vorsichtig köcheln. Zurück zur Soße. Wir schneiden eine Zwiebel in Streifen, damit wir die Soße zu unseren Rotweinschalotten machen können. Dazu geben wir zunächst ein bisschen Zucker in einen Topf und karamellisieren ihn. Wenn er braun und flüssig ist, geben wir die Zwiebeln drauf und löschen auch ihn mit Rotwein ab. Jetzt kommt noch etwas Masala dazu. Einfach geil. Dann geben wir noch Rinderbrühe dazu und reduzieren das Ganze auf ein Drittel der Flüssigkeit. Unser Püree ist zwischenzeitlich eingedickt und bereit für die nächsten Schritte. Dazu habe ich mir einen Hochleistungsmixer gepackt. Das funktioniert super, sonst tut es aber auch ein Stabmixer. Je feiner das Püree am Ende wird, desto besser. Etwas Cayennepfeffer und die gebraunte Butter dazu und einmal gut durchmixen. Boah, wie geil. Aber hat er nicht gesagt, da kommen noch Trüffel oder so mit rein? Ich habe noch nie guten Trüffel gegessen. Ich habe erst einmal so Trüffel gefuttert, aber der war nicht gut. Ich glaube, es war auch so ein Billigding. Schaut euch an, wie gerade alles vereint wird und wir am Ende ein wunderbar cremiges, glattes Geil. Haben. Jetzt geht's noch ans geschmackliche Feintuning. Ein guter Esslöffel Trüffelbutter, der das nochmal aufs nächste Level hebt. Ein bisschen Salz, ein letztes Mal durchpürieren und fertig ist unser getrüffeltes Sellerie-Kartoffelpüree. Auch unsere Soße ist fast fertig. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Wir schütten die Soße durch ein Sieb, sodass die Zwiebeln zurückbleiben und geben die gefilterte Soße in einen Topf. Jetzt rühre ich ein bisschen Speisestärke mit Rinderbrühe an und dicke die Soße ein. Habt da wirklich ein bisschen Geduld und wartet ab, bevor ihr die Soße zu dick macht. Die Schalotten kommen dazu und fertig
ist die Soße. Die Gäste sind gerade angekommen, deshalb muss ich schnell die Maronensuppe fertig machen. Zieh sie dafür einmal mit dem Stabmixer durch, schmeck sie mit Trüffelöl ab, gib noch ein bisschen Balsamico dazu, den ich einrühre. Und wir machen das Topping. Chicorée fein hacken. In geschmolzen. Alter, what the fuck? Ey, ich hab so Bock da drauf. Hey, ich hab wieder Hunger. Das ist ganz schlimm. Butter mit etwas Zucker karamellisieren und leicht dünsten. Um das Ganze abzulöschen, benötigen wir Orangensaft. Und natürlich habe ich ihn frisch gepresst. 300 Milliliter, um genau zu sein, die ich dann anschließend auf den Chicorée gebe und ein wenig einkochen lasse. Vielleicht habt ihr sie vor lauter Action vergessen, aber wir kümmern uns um die Bohnen. Wir schneiden oben und unten ein bisschen ab und wickeln sie mit ein bisschen Pancetta ein. Wenn wir unsere Pakete geschnürt haben, braten wir sie in ein bisschen Butter an, sodass der Bacon schön braun wird und ein bisschen Farbe bekommt. Ey, das ist auch so was Geiles. Bohnen im Speckmantel. So einfach, ist aber ein kompletter Gamechanger. Für jedes Gericht. Einfach geil. Was auch geil ist, so diese Tiefkühlbohnen. Einfach in die Pfanne. Dann so Speckstückchen dazu. Bisschen Zwiebeln und Kräuterbutter rein. Geil. Sieht das nicht wunderbar aus? Aber geil. Unser Rinderfilet auf jeden Fall auch. Nach 3 Stunden hat sich auch an der Oberfläche ein bisschen was getan, aber um die Kruste kümmern wir uns jetzt. Butterschmalz auf der Plansche warm machen, eine gusseiserne Pfanne tut's auch und scharf anbraten von allen Seiten. Jetzt geht's wirklich nur darum, eine Kruste dran zu bekommen. Innen drin ist das Fleisch schon perfektes Medium Rare, deshalb richtig heiß und richtig kurz. Kurz ruhen lassen und ich war wirklich froh, dass es geschafft war. Wenn ihr bis jetzt mitgekocht habt, dann fühle ich auf jeden Fall euren Schmerz, weil es war kein leichter Weg, aber bisher hat alles ganz gut geklappt. Deshalb servieren wir jetzt endlich. Heiße Maronensuppe kommt in unsere Teller und garniert wird das Ganze, das ist schon relativ viel, was wir haben, ein wenig karamellisiertem Chicorée, einfach so schön in die Mitte hinein. Gibt einen farblichen Kontrast, schmeckt auch noch sehr viel. Und so machen wir das jetzt mit 8 Tellern. Und ehe wir uns versahen, war plötzlich eine voll ausgewachsene Weihnachtsfeier im Gange. Das hat eigentlich nur als Kochvideo gestartet, aber wir saßen gemeinsam am Tisch, hatten eine gute Zeit, haben ein bisschen was getrunken. Wirklich jeder fand alles sehr lecker, was mich glücklich gemacht hat. Und wenn ihr das nachkocht, dann werdet ihr ein schönes Weihnachtsfest haben. Für einen kurzen Moment war sogar die ganze Arbeit vergessen. Was für ein Menü, was für ein Tag, was für eine Kocheskalation. Es hat sich aber wirklich gelohnt, finde ich, weil es hat alles richtig gemacht, was ein Weihnachtsmenü machen muss. Es hat einen ausgenockt, es hat ultra intensiv geschmeckt, es war kräftig, es war so, dass man jetzt einfach schlafen möchte und einen großen Bogen um die Küche da drüben machen will. Das werde ich jetzt vielleicht auch tun. Wie auch immer, falls ihr es nachkochen werdet, wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich fühle mich wirklich, als müsste ich jetzt schlafen gehen und ich glaube, eine kleine Pause habe ich mir verdient. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche natürlich allen frohe Weihnachten, die Weihnachten feiern und hier. Ja gut, habe ich gesagt, dass das Video gefühlt 2 Wochen nach Weihnachten kommt. Jawohl. Sehr, sehr geil. Ey, vielleicht kann der ein oder andere nächstes Jahr nachkochen. Ich werde es nicht tun. Aber ich hätte da schon Bock, das auch mal zu probieren.